Moin, moin, liebe Freunde, hier ist wieder euer Toppi. Bitte entschuldigt mein Näseln, aber mich hat die böse Erkältung erwischt. Ich melde mich heute wieder bei euch mit einem kleinen Video, was ich im Klettervideo, im vergangenen Klettervideo versprach, nämlich einen kleinen Beweis anzutreten, dass gewisse Positionen sehr hilfreich sein können und von denen man aus richtig für Ärger sorgen kann. Gefahren wurde dieses kleine Gefecht von unserem Marco in seinem Lieblingspanzer, dem E25, auf der Karte Min. Und ich schlage vor, wir schauen mal da rein und gucken mal, was der da so anstellt. So, da wären wir auch schon. Marco gleich hier links eingedreht und in Richtung auf die Bergkette zu. Bleibt hier mit Absicht auf der Straße, um die maximale Geschwindigkeit zu halten von seinem Panzer. Ihr braucht hier wirklich ein schnelles Fahrzeug. Ihr müsst versuchen, so schnell wie möglich drüben die Position zu erreichen. Gott sei Dank bietet der E25 diese Möglichkeit. Kurze, prägnante Lenkbewegungen bloß. Hier nutzt er sogar noch mal den kleinen Hügel, um nochmal Geschwindigkeit aufzubauen, die ihm jetzt eben verloren ging. Die Gefahr besteht natürlich immer, dass ein gegnerischer Scout oder ein anderer Panzer dann auch versucht, da hochzukommen. Dann ist natürlich hier hinten Polen offen. Wird hier auch schon zum ersten Mal gespottet von dem Tiger P da hinten. Versucht hier gleich die Wanne in Richtung Feind zu drehen und fährt dann erstmal rückwärts hier weiter. Ist auch so eine Gefahr, wenn ihr deswegen sagte ich, dass ihr die Anfahrt können müsst, vergeigt ihr die Anfahrt, habt ihr euch eventuell in so eine bescheuerte Situation reinmanövriert, dass ihr hier hinten nicht mehr rauskommt. Zum Glück hat es der Tiger P hier nicht gleich geschnallt. Marco nimmt ihn hier gleich unter Feuer. Der Hill ist auch noch anderweitig beschäftigt. Marco hat es hier auch gleich richtig gemacht, nimmt hier rechts diese kleine Lücke als Deckung, kann dorthin immer wieder ausweichen, um dann zuzugehen. Bekommt hier jetzt noch vom Teamkameraden hier Unterstützung. Und zu zweit können sie jetzt erstmal die größte Gefahr, den Tiger hier wegknuspern. Jetzt hat er hier natürlich alle Möglichkeiten, solange er zu ist, kann er hier hinten verschieben, verlagern, wie es ihm gerade passt und gefällt. Er bleibt hier völlig unbehelligt. Kann hier auch schön auf den Medi-Hill oder auf den Light-Hill hier wirken. Ist natürlich für die Jungs da oben eine böse Überraschung. Die sind es ja für gewöhnlich nicht unbedingt gewohnt, hier oben direkt unter Feuer zu geraten. Man merkt auch, der Gegner etwas konfus jetzt hier. Wo kommt das Feuer her? Und das ist genau die Stärke jetzt von dieser Position. Er geht nicht auf. Er kann hier wirklich, dadurch, dass sein eigenes Team auch hier mitspottet, draufhalten und feuern, was das Rohr hergibt. Jawohl, und ein Treffer nach dem anderen. Hört mal, wie weit das reicht. Bis rüber auf die andere Seite kann Marco hier von der Seite aus wirken. Hat natürlich auch den Vorteil fürs eigene Team. Die haben dadurch relativ leichtes Spiel.
da sich der Gegner nicht nur in eine Richtung konzentrieren muss, sondern er muss sich auch noch auf seine Flanke konzentrieren. Die erste größere Gefahr ist gebannt. Marco verlagert jetzt wieder. Ich nehme mal an, er wird das größte Übel auf jeder Karte versuchen jetzt herauszunehmen, nämlich die gegnerische Artillerie, die ja bekanntermaßen immer hinten in der Nähe vom gegnerischen Capkreis steht. Und genau das ist auch diese Stärke von dieser Position. Da sind sie nämlich schon. Jawohl. Einmal und weg. Macht er jetzt? Genau, im Zweifelsfall immer rückwärts. Da, der gegnerische E25 weiß jetzt gar nicht, wie ihm geschieht. Und bis er es geschnallt hatte, war es um ihn auch schon geschehen. Und da haben wir auch schon Artillerie Nummer 2. Und das Spiel ist für den Gegner komplett gelaufen. So, ihr Lieben, Butter bei die Fisch. Gucken wir uns mal an, was der liebe Marco hier so getrieben hat. Von den Auszeichnungen her werde ich jetzt mit Sicherheit nichts dazu sagen. 2470 Erfahrung, 85.000 Credits, Platz 1 im Schaden, Platz 1 in der Erfahrung, 1372 Basiserfahrung. 51 Schuss abgegeben, 44 direkte Treffer, aus einer Distanz über 300 Meter, 2285 Schaden, 5 Kills. Ich würde sagen, das war ein erfolgreiches Gefecht. Denkt aber bitte daran, nicht immer ist die Position eine gute Wahl oder eine gute Lösung. Er hatte jetzt hier Glück beim Hochfahren, dass der Tiger P das nicht gleich gerafft hatte. Es kann natürlich auch sein, dass der Hill oben euch gleich unter Feuer nimmt. Das müsst ihr selbst entscheiden. Hängt jeweils von der Situation ab. Es kann aber funktionieren. Habt ihr ja hier gerade gesehen. Und in diesem Sinne danke ich euch fürs Zuschauen. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Und bis bald. Euer Toppi.